endlich doch das geholt, was ich ja schon seit langer Zeit eigentlich brauche, ne? Und zwar eine bessere Kamera, in diesem Fall sogar ein iPhone, ne? Das ist ein iPhone 7, ne? Mit 32 GB, ne? Für 150 Euro. Der Vorbesitzer von mir, der hat dafür 1079 bezahlt von Saturn. Hat das von Saturn für 1079 gekauft, ne? iPhone 7 mit 32 GB, ne, hat ja 150 Euro wert. Mit mehr Gigabyte mindestens 200. Ne, Deutsch. Ja. Und nie ein iPhone gehabt. Das war mein erstes iPhone übrigens. Ja, mache ich gleich auf jeden Fall zu meiner Handygeschichte. Ne? Wollte ich das nämlich auch mal irgendwie sagen oder zeigen. Und zwar. Ich hab mal ein Handy, ne? So ein Sony war das, ne? Mal von der Polizei eingezogen bekommen, ne? Dann habe ich ein Handy kaputt gemacht, ne? Und ein Handy habe ich 2019 für Trackhandy in der Disco verloren. Da war ich in der Disco in Wuppertal, ne? Mit einem Kumpel vom Tannhof. So ein 2,8 Meter Typ, ne? Und also ein Handy habe ich verloren. Eins habe ich kaputt gemacht, ne, und eins habe ich von der Polizei eingezogen bekommen. Ne? Da habe ich noch ein billiges ZTE auch mal verloren. Ne? Diese Samsung ist nicht kaputt, das ist nur Displayschaden. Ne? Kann man aber wieder reparieren. Das ist auch ein Samsung Galaxy S7. Ne? Und das Handy habe ich so vom Tannhof gefunden. Da hat das jemand, ich war unten, ne, beim Bänken und aus der Station 12 hat jemand dieses Handy rausgeworfen. Ne? Geht aber auch irgendwie nicht, ne? So. Ja, auf jeden Fall zum iPhone 7. Das hat ja 4K-Videoauflösung. Das ist ja sozusagen eine 4K-Kamera. Ne? Und die zweitbeste Auflösung ist ja 1080 Pixel mit 60 Frames. Und man darf nicht vergessen, ich habe, wie heißt das, 2012 anfangen von meinen Videos eine Full HD, 1080 Pixel, reine Videokamera, ein Handy Version, also eine Kamera, eine reine Kamera ohne Handyfunktion, in Handyoptik, ne, habe ich gehabt und die Auflösung war sehr gut, ne. Und das iPhone 7, ab iPhone 7 hat das ja 4K-Videoauflösung. Das heißt, man darf nicht vergessen, ne, was für ein Handy haben die meisten Millionäre gehabt, ne? Vor ein paar Jahren, iPhone 7, ne? Und solange jetzt es kein iPhone gibt mit 8K-Videoauflösung, muss ich mir auch kein neues iPhone kaufen, ne? Erst ab dann, wenn es Handys gibt mit 8K-Videoauflösung, ne, wird es für mich wieder interessant. Ansonsten muss ich gucken, dass ich vielleicht eine GoPro noch kaufe oder sonstige 4K- oder 8K-Kamera, ne, speziell. Aber wie gesagt, das Handy hat ja 1079 Euro neu gekostet, ne? 32 GB iPhone, ne? Jetzt nicht so viel Gigabyte, aber das reicht ja, wenn ich jetzt die Videos hochlade und dann die Videos dann lösche, ne? Ja, wie gesagt, ey. Und noch was zur Marke HP, ne? Ich habe ja mal HP, ne, so ein HP Touchscreen auch von der Polizei eingezogen bekommen. Das war so ein PC, ne? Mit Rechner und Monitor alles in einem. Das war ein HP Touchscreen. Und da war das auch so angeblich Full HD Webcam, aber die Grafik war scheiße. Und ich habe jetzt einen Laptop von HP, HP Laptop. Und ist auch angeblich Full HD Webcam, aber ihr seht, die Qualität ist richtig scheiße. Also ich würde sagen, HP kann man echt in die Tonne kloppen. Also ich finde, ich brauche ein Apple Mac. Ne? Ein Apple Mac, Alter. Genau wie ein Apple Phone, iPhone, ne? Dann habe ich auf jeden Fall gute, flüssige Qualität, sage ich mal, ne? Und nochmal eine Frage an Michael Kuhs. Du kennst ja meine Handygeschichte ein bisschen. Ich wollte dich mal fragen, ist das iPhone 7 gut oder ist das scheiße? Das ist mal eine Frage an Michael. App!